Die Frau auf der Erde. Wir haben heute 38 Grad und darum habe ich dieses T-Shirt an. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Nehmen Sie einfach die Worte auf, die ich jetzt Ihnen getreu mitteile. Es gibt Lichtboten für die Frau, die jetzt Licht herabschauen und auch reden zu der Frau in ihr Gewissen, in ihre Seelen. Manche gibt es, die sogar geistig die Worte und Bilder aufnehmen können von Schwanhild, von der Schwanenjungfrau und wie sie in wunderbarster Weise heißen, die jetzt mit ihrer Kraft und Güte der Frau auf der Erde helfen wollen. Es ist ihnen ein Anliegen, dieser reinen Frau noch auf der Erde zu helfen. Was oder wie kann die Frau dieser holden Weiblichkeit von oben gegenübertreten? Sie soll in Reinheit, in Gedanken ihr nahen, dann auch im Äußeren, in Schönheit, in Kleidern, nicht in Gefälligkeit und Sittenlosigkeit. Sie soll in sich gehen und das richtige Frauenbild mitteilen. Äußerlich und innerlich soll es stimmen und die Frau wird empfangen können. Entweder zum Vollmond, wenn immer Schwanenjungfrau herabschaut und auch die Gedanken und Worte mitteilt an die Fraulichkeit. Ja, zum Vollmond. Aber auch jetzt muss es getragen werden, eigentlich jeden Tag die Verbindung hochgehalten werden für das Unsichtbare, für das Außerirdische, ja, für diese geistig Wesenhaften, die uns beschützen, die uns dauernd etwas mitteilen. Nun, die Frau ist weit entfernt von ihrem Tun heute. Noch will sie in Eitelkeit irgendwo mitmischen. Sie will noch in Eitelkeit noch etwas hinübernehmen und sie will neu werden. Aber das geht nicht so, ihr lieben Frauen. Ihr sollt jetzt in diesem Leben, jetzt noch, neu geboren werden. In diesem Leben. Es ist eine Erleuchtung, die zu euch kommt. Eine Erleuchtung durch einen Schnitt, durch einen Riss oder im Leben oder durch eine Erleuchtung, durch etwas Wunderbares. Diese zwei Arten gibt es und ihr könnt in diesem Leben noch wiedergeboren werden. Das Wiedergeborensein ist die Vorausgangslage, um Neues zu tun auf dieser Erde, als Frau und als Weib. Die Weiblichkeit soll wieder in ihrem Innern vollständig neu werden und kraftvoll dem Mann vorangehen. In Reinheit und Erhabenheit. Nicht, wie es heute geschieht, in Lüsternheit und Eitelkeit. In Bequemlichkeit und Zerstreuung. Nein, dann ist sie verloren, die Frau. Denn sie trägt heute die Erziehung dieser Erde. Das hat sie schon früher gemacht, aber da war der Geist noch nicht so im Aufblühen wie heute. Der Geist ist heute so stark im Aufblühen, erstarkt, dass nun das hohe Licht, die Geschwindigkeit, alles viel stärker ausbringt. Es bringt
aus. Es schneidet ab das Werk des Schöpfers. Nun wurde ich ein bisschen überrascht von jemand mit Hund, aber das macht ja nichts. Wir werden immer irgendwo überrascht, sei es, wenn wir einen Vortrag geben in einer Halle oder sei es, wenn Menschen es nicht verstehen, was wir tun. Wir werden immer überrascht. Wir sind Sonderlinge. Wir sind eben Sonderlinge und ja, wir wollen ja eigentlich die Erde retten. Nur die normalen Menschen, die Masse, die denkt immer, es kommt anders. Es kommt über irdisches Aufblühen, irdisches Arbeiten. Aber das kommt es nicht. Es kommt durch den reinen Herd der Gedanken. Da kommt es, das Aufblühen, die Kraft. Wenn die Frau nun das sieht, was sie erreichen kann, was sie spürt, was sie noch auf dieser Erde in ihren Impulsen vorangehen muss, dann wird ihr der Mann folgen. Vorher wird er ihr nicht folgen. Er folgt ihr dann auf ihrem Weg, wie sie vorangeht. Das ist der Mann von heute, der dann nicht mehr in Hochmut und Bequemlichkeit irgendwas tut, sondern das ausführt, was die Frau in Gedanken schon empfängt. Die Frau als helleres, als feineres Wesen, das sie auch Wesenhaftes erhalten hat, eine Flamme von ganz oben und diese natürlich jetzt einmal löschen ist durch viel Eitelkeit und Zerstreuung, ist nun der Boden gegeben für die Frau, für die wahre Weiblichkeit, hier nun zu arbeiten. Und sie muss nun arbeiten, ob sie will oder nicht. Denn tut sie es nicht, wird sie schweren Mutes zusammensinken und ja, wahrscheinlich Gift streuen. Denn wer so viel Energie und Kraft erhält, der ist dann im Gegenpol ein sehr unangenehmer Gast. Die Frau, die Reinheit der Frau ist es, was nun diese Wellen heute, diese Kraftwellen aufnehmen kann. Und ja, sie kann sie in sich glätten. Das geschieht so, indem sie die hohen Wellen, die Kraft, einflößenden Wellen so annimmt, dass sie immer empfängt aus dem Licht, dass sie empfängt die Gedanken der ganz hohen Lichten, was zu tun ist hier auf der Erde. Dann kommen die weichen Wellen, wo es wieder abklingt und da wird dann die Befolgung einsetzen. Da wird sie dann dem Mann mitteilen, was er zu tun hat auf dieser Erde, damit diese Erde noch gerettet werden kann. Der Mann alleine schafft es nicht. Keine Chance. Männer, aber ihr Männer, ihr müsst auf eure Frauen hören, wenn ihr vor ihnen Achtung habt. Denn auch sie wachsen an euch. Wenn ihr ihnen das Vertrauen schenkt, die Überzeugung, dass eure Frauen richtig vorangehen, dann wird sie immer stärker und stärker und stärker. Sie wird Verschiedenes tun auf dieser Erde, was vorher nur in Gedanken da war. Sie kann es umsetzen in Gedanken und Ideen, so dass der Mann es verarbeitet, äußerlich und in die Tat geht. Das Handeln kann ich euch nicht mitteilen, was es ist,
Es ist bei jedem anders. Es können Vorträge sein, es können andere Handlungsweisen sein im Baubetrieb. Es können Schriften sein, die jetzt durch euch sprechen. Es kann vieles auf dieser Erde sein, was eben verborgen ist. Das Einfachste ist da schon verborgen hier auf der Erde. Wenn der Mensch düngt, eine Wiese düngt oder er düngt, vorher war da Gemüsebau drauf. Er düngt und er macht alles falsch. Ja, auch hier muss der Mensch umdenken. Und jetzt ist die Zeit da, da alles viel schneller geht. Ihr habt also in dieser Schnelligkeit durch eure Gedanken, ihr könnt alles bewegen jetzt. Und so ihr im Licht steht und nicht zweifelt, wird alles kommen, so wie ihr das wollt. Ja, sogar der Staatsapparat muss sich dann nach euch richten. Was er jetzt nicht tut. Aber jetzt ist die Zeit da, damit ihr in der Erleuchtung nun euren wahren Weg geht. Ein Riss kann etwas bewirken, aber eine Erleuchtung bewirkt genauso. Und so ist es mit den Menschen, die nun erleuchtet werden. Also besinnt euch, denn es kommt, wie es kommen muss. So ist es ein Großes und Ganzes, was nun der Mensch führen soll und teilhaftig werden soll darin. So ist die Menschheit heute auf dem Weg. Zum Guten, aber nur durch das Vorangehen der Frau auf der Erde. Sie hat es in der Hand, vieles, ja, eigentlich alles, im richtigen Atemzug zu tun. Das, was der Mann sonst versäumte, kann sie im rechten Tun vollbringen. Denn alles, was wir im Rechten tun, wird das Licht unterstützen. Ja, das Licht gibt uns die Kraft. All das, was wir vollbringen wollen, damit es auch zum Sieg wird. Sage nicht, denn es kommt zum Sieg, so ihr wahr steht und mit euch im Einklang des Lichtes befindet. Die Überzeugung siegt, nur die Überzeugung. Nun, ihr Frauen, seid in dieser Kraftanspannung, seid wahrhaftige Frauen und haltet euren Herd rein in die Gedanken und seid immer auf dem Posten für das, was ihr tut. Denn all die Menschheit könnt ihr nicht retten, aber Einzelne. Einzelne könnt ihr retten und das macht Freude. Denn nur das, um das geht es, dass täglich etwas geschieht mit uns, dass wir täglich mit uns und mit den Menschen verbunden sind. Nur das zählt. Es zählt, dass wir täglich arbeiten. Nicht nur Samstag, Sonntag oder zu einer Feier. Wir sollen täglich verbunden sein mit den Wesenhaften, mit den geistig Wesenhaften. Der Schwanenjungfrau oder Ariel oder und wie sie alle heißen. Nun, jetzt habe ich genug gepredigt und geht ans Werk, ihr Lieben. Seid nicht scheu, tut es einfach, aber bedenkt, keine Eitelkeit darf mitgehen von früher,
wo ihr noch Applaus wolltet, wo noch Schulterklopfer da waren. Ihr seid alleine. Ihr seid alleine auf dem, was ihr tut jetzt. Denn ihr seid neu geworden für das Neue. Ihr könnt ja trotzdem alles genießen, was ihr wollt. Aber ihr müsst darin auch neu werden im Genießen. Danket dafür, dass was ihr bekommt. Danket immer, täglich. Ich kann nur so viel sagen, danket täglich und betet täglich. Und lernt täglich an euch, nicht an den Menschen. Lernt an euch. Lernt an eurem Innern, wie ihr seid und wer ihr seid. Lernt nicht mehr am Äußeren, denn da haben wir zu viel gefehlt, da haben wir zu viel abgeschoben und im Außen gelebt. Nun, wir müssen nun im Innern leben, in uns. Also, ihr Lieben, lebt nun dem Manne. Lebt dem Manne richtig vor. Damit Glück, Segen noch auf dieser Erde erblühen kann. Glück, Segen. Denn ohne, dass ein Mensch noch einmal geboren wird, jetzt in diesem Leben, jetzt innerlich geboren wird, kann der Mensch nicht in das goldige Zeitalter eintreten. Er vermag diese Strahlung, diese Geschwindigkeit nicht zu ertragen. Was wir jetzt schon spüren, ist erst 30% von dem, was noch kommt. Die schnellen Auswirkungen heute sind 30%. Das, was kommt, überbietet noch um Vielfaches die heutige Geschwindigkeit. Und nun könnt ihr schauen, wo seid ihr? Wo habt ihr euch schon positioniert? Seid ihr schon auf dem Posten, den ihr einnehmen wolltet? Seid ihr schon auf dem Posten? Arbeitet ihr schon damit? Oder spielt ihr nur mit Gedanken? Dafür ist es zu spät. Ihr, die ihr schon geweckt seid, ihr, die ihr schon suchend seid auf dem Weg, ihr, die zum Teil schon erleuchtet wurden, durch einen Riss in eurem Leben oder durch eine Begnadigung sehend geworden, ihr seid nun auf dem Weg. Und ihr müsst diesen Karren aus dem Sumpf ziehen. Die Männer tun's dann, aber ihr müsst die Anweisung geben, ihr Frauen. Ihr könnt ja noch tun, was ihr für richtig haltet jetzt, aber ihr müsst nun langsam rübergehen. Ihr müsst in die Erleuchtung des Seins gehen, wo ihr auf eurem Posten steht. In eurer Qualität, in euren Gaben, in euren Fähigkeiten und Gaben. Und wenn ihr dann in den Fähigkeiten steht, dann kommen neue Gaben auf euch zu. Die neuen Gaben, die euch erreichen, erreichen euch dort, wo ihr den Boden gelegt habt. Da, wo ihr in Reinheit eure Gedanken noch gesät habt, dort werdet ihr dann ernten eure Gaben. Und es geht nun ganz schnell, sonst würde ich nicht reden. Ihr Frauen dieser Schöpfung, es geht nun ganz schnell, so ihr einen Gedanken habt, und ihr habt den in Reinheit, im guten Wollen, im reinen Wollen, dann kommt etwas zu Hilfe euch. Es kommt etwas zu Hilfe euch von irgendwoher und bringt euch weiter.
Es bringt euch an einen Punkt. Ja, es bringt euch auf den Posten sogar dann. Und dann werdet ihr den Posten ausfüllen, ihr Frauen dieser Erde. Die Männer brauchen euch. Ohne euch geht es nicht. Es wird nicht gehen. Ihr seid der Kanal des Göttlichen. Aber ihr seid nicht selbst göttlich. Habt kein Hochmut, dass ihr göttlich seid, denn dann geht alles zugrunde. Dann stürzt sogar diese Erde. Bescheidenheit muss die Frau lernen. Bescheidenheit, Schönheit und Würde. Anmut soll der Mann empfinden von der Frau. Reine Anmut und Schönheit. Das hilft dem Mann nur noch heute. Nur das. Und wenn die Frau noch anderes im Kopf hat, was man kennt, dann ist es falsch. Denn alles Falsche wird vergehen und zergehen. Es wird in Trümmer fallen und mit ihr die Frau. Also bäumt euch auf. Ihr habt nun ganz viele Ideen. Ich weiß, ihr habt sehr viele Ideen und geht nur einer Idee nach, die, die am hellsten ist und die von den Gedanken der Reinheit kommt. Dann schützt es im Schweigen. Schützt das, was ihr denkt, im Schweigen, damit es fruchtet, damit es im Schweigen stark wird. Ja, ihr könnt das. Und dann kommt aus dem Schweigen hervor die kraftvolle Gedankenkraft, die denn das mitteilt, dem Mann. Der Mann muss es dann in der Schöpfung umsetzen, in das Handeln bringen, gemeinsam mit der Frau. So soll es sein und so wird es sein. Etwas anderes gibt es nicht. Das war ein Vortrag von Markus Bösch, die Frau von heute.